Es läuft eh nicht immer nur gut, sondern es gibt auch wirklich harte Phasen. Man wird unfreundlicher, man wird ungeduldiger. Manchmal reißt einem einfach wirklich so der Geduldsfaden und man rastet komplett aus. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben es 6 Uhr morgens. Ich habe mein Handy gerade eben schon aufgestellt. Denn Freunde, ihr wisst Bescheid, in der Früh heißt es bei mir immer posen. Wir sind jetzt mittlerweile weniger als 4 Wochen out. Richtig heftig. 26 Tage genau, um genau zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin auf jeden Fall hyped. Ich habe trotzdem keinen Bock in die Schule zu gehen, Digga. Leute, ohne Witz, das ist so heftig. Bin jetzt heute um 5.40 Uhr vorhin gerade aufgestanden und es triggert halt hardcore, weil es halt einfach meine Regeneration ist. Im Schlaf, Freunde, regeneriert. Schlaf ist einfach das absolut Wichtigste. Auch wenn ich schaue, dass ich rechtzeitig schlafen gehe und mindestens meine 8 Stunden reinbekomme, ich würde dann einfach gerne länger schlafen. Aber ja, was soll's. Ich sag's euch ganz ehrlich, im Endeffekt habe ich dann im Laufe des Tages eigentlich eh immer gut Energie und ja, darauf kommt's an, aber trotzdem wäre es auf jeden Fall angenehm, Leute, wenn noch Ferien wären. Dann würde ich sagen, wir posen erstmal 6 Uhr morgens. Posing, geiler geht's doch nicht. Ich habe übrigens heute hardcore von Essen geträumt und ich überlege gerade eben schon die letzten 3 Minuten die ganze Zeit, was ich geträumt habe, damit ich es euch erzählen kann. Ich weiß nur, dass es von Essen war. Das finde ich so lustig, weil Paul hat vorgestern von Essen geträumt, hat das erzählt, jetzt habe ich diese Nacht von Essen geträumt. Also die Diät fickt langsam, ohne Witz. So Leute, das war's mal mit dem Morgenposing. Nach dem Training gibt's noch ein Posing. Auch wenn ich lange Schule habe, Digga, und das wieder mal ein heftig langer Tag wird. So ist das. Und auf jeden Fall, Leute, ich will heute auch auf ein Thema eingehen. Und zwar, wie es mir, sage ich jetzt mal so, bisher mit der Diät geht. Also wirklich Real Talk bisschen machen, Freunde. Es läuft eh nicht immer nur gut, sondern es gibt auch wirklich harte Phasen. Und auf das will ich heute eigentlich so ein bisschen eingehen. Gestern besser Beispieltag. Aber ja, ich komme dazu spät auf jeden Fall, wenn ich in Ruhe Zeit habe, und nicht in der Früh, weil ich muss in 25 Minuten original fertig sein und abfahrbereit. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal beeilen. Aber damit ihr schon mal wisst, was noch in dem Video für euch zukommt, also bleibt unbedingt dran. Wird noch spannend und interessant, Leute. Also, sehen uns nochmal gleich oben in der Küche und jetzt mache ich mich schnell fertig. Um Zeit zu sparen, Freunde, duschen war ich gestern Abend, mache ich das einfach im Waschbecken. Okay Leute, Prep hätten wir eingepackt. Willst du fokussieren? Danke. 3 Mahlzeiten. Vierte ist im Kühlschrank, weil, Freunde, ich bekomme halt zur Feier des Tages endlich mal eine Mikrowelle geliefert. Richtig geil, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Werde ich mir dann nach dem Training aufwärmen. Ja, ich bin zwar heute erst spät mit dem Training fertig, fällt mir gerade ein, aber ganz ehrlich, ich fahre dann halt einfach nach Hause und esse zu Hause und dafür eine, sage ich jetzt mal, mehr genießbare Mahlzeit. Wenn sie warm ist, muss jetzt nicht auf Krampf dann das Kalte dort essen. Auf diese 20 Minuten früher oder später essen kommt es dann auch nicht mehr an, Freunde. Auf jeden Fall, ja. Ich werde das Ganze jetzt mal einpacken, beziehungsweise ist hier schon eingepackt. Dann werde ich jetzt noch meinen Shaker ready machen, den anderen mit ERAs. Und was brauche ich noch? Genau, Pink Essentials. ERAs, Freunde, nehme ich diesen Geschmack. Und zwar ist das Wildberry und Pink Essentials Wassermelone, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Das gönne ich mir dann im Unterricht, also die Pink Essentials. ERAs sind fürs Training. Trainingssachen muss ich auch noch einpacken, stimmt. Und ja, dann heißt es ab in die Schule. Wir sehen uns voraussichtlich in einer Freistunde oder irgendwann im Laufe des Tages, also. Für euch, wir sehen uns gleich wieder. Peace. So Leute, Schule aus. Ich muss ehrlich sagen, war ein richtig, richtig entspannter Schultag. Er war zwar zum Einschlafen, weil wir teilweise nur Fächer hatten, einfach ja, zum Einpennen sind. Aber trotzdem war auf jeden Fall entspannt. Und ich hatte jetzt doch früher aus, weil sich die Schule einfach mal gedacht hat, jo, wir ändern den Stundenplan einfach. Habe jetzt sozusagen die 2 Stunden, die ich jetzt noch hätte, morgen, aber ganz egal. Heute habe ich auf jeden Fall früher aus, entspannt. Bin gerade eben schon auch am Weg ins Gym. Laune ist gut, Motivation ist gut, ich fühle mich fit. Habe tatsächlich schon alle 3 Mahlzeiten verdrückt
und habe somit auch heute noch mal eine Mahlzeit übrig. Das heißt, das sind so um die 500-600 Kalorien, die ich noch übrig habe. Wisst Bescheid auf jeden Fall. Fühlt sich gut an und ich freue mich jetzt auf einen geilen Pump. Falls ich noch nicht gesagt habe, Brustrücken steht an. Also, let's go! Natürlich starten wir direkt mal mit Bankdrücken, Leute. Animal ambition in the world of smoke and mirrors, man. I think I'm a magician. Cause it's easy to make magic, but when it's right or wrong, it's much harder to make decisions. All I need is the green light. If you ain't ready, you'll get left, cause I promise my team right and we ready. Davor gerade eben noch kurz mit dem Kameramann, mit dem Typen hinter der Kamera diskutiert, ob ich die pack, weil ich beim letzten Satz in der letzten Minute fast abgekackt bin. Aber ich muss sagen, es läuft sowas von geil. 85 Kilo drauf, aber ich schaue, dass ich das jetzt wirklich schön langsam mache. Jede einzelne Wiederholung spüre bis zum Gehen. Ich meine, das bockt aber nur zu sehr. Let's go. We'll sacrifice sleep if it means staying awake. We'll help us live the dream. All we need is the green light. If you ain't ready, you'll get left. Cause I promise my team ride and we ready for whatever. If wings are made of feathers, then let's let our soul fly. Ich schwöre es euch, Latzug einfach mit Abstand derzeit meine absolute Favorite-Übung. Ich lieb's so sehr. Ich mach den nicht wirklich schwer, beziehungsweise generell. Ich hab so eigentlich in meinem Workout immer nur, beziehungsweise ich generell mag ich es einfach viel mehr, vor allem ein bisschen weniger Gewicht nehmen, nicht reißen, nicht irgendwie umeinander schwingen, auch wenn ich es manchmal vielleicht tue, Freunde, aber ich schaue einfach immer, dass ich ein Gewicht nehme, was ich wirklich zu 100% unter Kontrolle habe, schön langsam rein in den Muskel fühlen kann. Das, genau das liebe ich, Freunde. Wir sind jetzt bei der nächsten Rückenübung, Latzug haben wir gerade eben schon erledigt. Und zwar rudern an der Maschine, Freunde, danach gibt es noch High Rows und Schrägbankdrücken und dann war es auch schon wieder mit dem Training. Das heißt, Freunde, jetzt noch einmal, ich würde sagen, eine halbe Stunde brauche ich noch fürs Training, durchbeißen und dann, ja, heißt es Posen üben. Banging out ridiculous, stars aligned, the grind is meticulous. Hard to find, the lights can be blinding with this much shine. It's hard to stay ambiguous. So I tell them to leave witnesses. Cause if you see it, you'll believe it, you believe it, you'll achieve it, we achieve it. That's when we hit euphoria. So much adrenaline, there ain't no ignoring us. Tell me, can we live? Tell me, can we breathe? Bam, Leute, ich bin back vom Training. Da wartet ein fettes Paket auf mich, was ihr gerade gesehen habt. Und zwar habe ich endlich eine fucking Mikrowelle, Freunde. Ich weiß zwar noch nicht, wo sie hinkommt, die Küche voll ist, aber ich schwöre es euch, ich hatte nie eine fucking Mikrowelle. Nein, das war keine Mikrowelle, Freunde. Und jetzt kann ich einfach mein Porridge in der Mikrowelle machen, mein Tiefkühlgemüse aufwärmen. Ich werde auch jetzt gleich meine letzte Mahlzeit, meine vierte Mahlzeit in der Mikrowelle aufwärmen. Ja, davor muss ich jetzt noch dann auspacken, aber ich bin einfach happy jetzt damit. Ich weiß euch, Mikrowelle, dass mich das so glücklich machen kann. Ah, so, Freunde, dann gehen wir mal auf das Thema ein, was ich heute in der Früh schon angeschnitten habe, worum es halt so ein bisschen gehen soll. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich will mich aber auch ein bisschen kurz halten, also jetzt nicht übertrieben lang. So viel gibt es auch nicht zu reden. Auf jeden Fall, was sind so die Sachen, die mir, beziehungsweise ich will darauf eingehen, sagen wir es mal so, auf die schlechten Tage, die bis jetzt in der Diät da waren und was da so war einfach, dass es mir schlecht ging oder beziehungsweise was schlecht an diesen Tagen war. Ich muss ehrlich sagen, klar, Freunde, wir sind auf Diät, wir sind auf einer Wettkampfdiät. Bin jetzt mittlerweile seit 14 Wochen auf Diät und das kickt halt dann schon manchmal, sage ich jetzt mal, in die normalen Lebensumstände einfach rein. Sprich zum Beispiel, man wird unfreundlicher, man wird ungeduldiger, manchmal reißt einem einfach wirklich so der Geduldsfaden und man rastet komplett aus, hatte ich auch schon ein paar Mal. Oder ab und zu hatte ich auch einfach so, nicht Nervenzusammenbrüche, aber halt so einfach, wo du von allem so abgefuckt bist und einfach zum Beispiel nur mehr fressen willst. Zum Beispiel gestern war so ein Tag, ich war übelst abgefuckt am Abend, einfach auf nichts Bock, einfach nur fressen zum Beispiel wollen und als wollte einfach nur zum Beispiel irgendwas Geiles fressen oder was auch immer, aber dann denke ich mir immer, Digga, erstens, du hast dich dafür entschieden, zweitens,
du hast richtig Bock drauf, was ich auch habe, Freunde. So, das heißt, so eine Diät bringt dich einfach manchmal, beziehungsweise zwingt dich einfach manchmal, Sachen zu denken und so weiter, auf die du eigentlich keinen Bock hast. Man macht diese Diät, beziehungsweise ich mache diese Diät freiwillig. Ich habe Bock, auf der Bühne zu stehen, ich habe Bock abzureißen, aber manchmal einfach der Verstand treibt einen da einfach in den Wahnsinn. Auf jeden Fall sonst, ich versuche halt immer das Ganze von der Vogelperspektive zu sehen. Jetzt zum Beispiel, ich habe weniger als 4 Wochen nur mehr vor mir. Ich denke teilweise über Essen nach, ich träume von Essen, habe ich euch, glaube ich, heute in der Früh erzählt. Klar würde ich jetzt gerne reinhauen und so weiter, aber ich denke mir, Digga, ist doch, ob ich jetzt 3 Wochen früher irgendein Cheatmeal baller oder 3 Wochen später, es ist doch scheißegal, Alter. Ich will abliefern und essen kann ich in 3 Wochen genauso wieder. Oder in der Off-Season kann man sich das dann schön einfach so ab und zu mal Cheatmeals einteilen. Deswegen versuche ich mich mit solchen Sachen dann immer einfach wieder zurück zur guten Laune zu bringen. So funktioniert das auf jeden Fall bei mir ganz gut. Oder was noch zum Beispiel ist, ich rede teilweise auch jetzt viel weniger und sehr wenig. Hat jetzt nichts mit schlechter Laune oder so zu tun. Aber ich habe einfach so das Gefühl, Digga, ich will einfach diese Energie nicht aufwenden, um zu reden. So ist es, Freunde. Und eine Sache nochmal, Freunde, was mir auch auffällt, es ist viel schwerer in der Diät jetzt so gegen Ende hin mich zu artikulieren. Also ohne Witz, Freunde. Also tut mir leid, falls manche Sachen unverständlich sind. Ich hoffe, dass ich es euch dann selber zusammenreimen können und trotzdem versteht. Aber ja, so viel zu diesem Thema, Freunde. Mein Magen beginnt gerade abnormal zu knurren. Das heißt, ich werde die Mikrowelle auspacken, aufbauen und dann mein letztes Meal aufwärmen, was ich mir gestern schon gepreppt habe. Und dann reinhauen. Junge, wie fett dieses Teil ist, Alter. Aber es sieht so geil aus. Dass mich eine fucking Mikrowelle so happy machen kann, hätte ich nie gedacht. Aber geiles Ding auf jeden Fall. Durch mit dem Essen, Freunde. Jetzt heißt's um 19.23 Uhr. Time for Prep. Fertig, Freunde. Da sind wir. Ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht. Ich weiß nicht, wir haben es 20.12 Uhr. Keine Ahnung, wie spät es vorhin war. Ihr habt das gesehen, auf jeden Fall. Ich bin komplett durch für heute. Ich bin K.O. as fuck, Freunde. Junge, ich weiß echt nicht, was los ist, Freunde. Ich bin heute sowas von im Sprechen unfähig. Ich habe gerade eben 5 Minuten für eine fucking Insta-Story gebraucht. Und sowas ist bei mir normalerweise nie. Also ich habe das immer auf Anhieb direkt. Laber einfach runter. So, heute ist das irgendwie ganz brutal. Die ganze Zeit irgendwelche komischen Satzpausen, weil ich nicht weiter denke, so, wenn ich weiß, was ich sage. Ganz komisch auf jeden Fall. Somit, Freunde, werde ich mich auch jetzt verabschieden von diesem Vlog hier und mich bedanken fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Verfolgt mich weiterhin, Freunde. Würde mich richtig freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr bei Insta vorbeischaut. Wenn ihr generell einfach überall ein Abo dalassen könntet, die Glocke aktivieren könnt, Kommentar schreiben könnt, liken könnt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out.